Gebäude möchte ich eine Solarbewässerungsanlage an meine Blumenhügel bauen. Eigentlich ganz einfaches Prinzip. Die kann man einstellen alle 24 Stunden, eine Minute, fünf Minuten oder so. Oder alle paar Tage, dass die bewässert. Schlauch. So. Schlauch ist normaler, so normaler Schlauch. Dann sind natürlich ein Wassersieb, das holt sich aus dem Eimer. Ein Anti-Siphon-Teil, dass es keine Siphonwirkung gibt. Und das sind die Erdspieße, an denen das Wasser entlang läuft, dann in den Kübel. Und das sind immer so kleine, wie sagt man, so, solche Teile dabei, wo es halt der Schlauch draufgesteckt wird, eine Abweichmöglichkeit hat. So. Also da kommt der Hauptschlauch. Das ist dann die Abweichung und dann ist da ein kleiner Schlauch und an dem kleinen Schlauch ist dann der Tröpfler dran. Ich mache das mal hin, dann schauen wir es uns an. So, da ist also der Filter, wo im Wasser steckt. Da ist das Solarmodul mit den Pumpen, das muss ich noch irgendwie aufhängen. Und jetzt stecken praktisch immer zwei Bewässerungsstifte in die Wanne und so weiter. Das sind alle 2, 4, 6 Wannen praktisch versorgt mit einer Pumpe. Wenn ich mehr solche Ableitungen hätte, hätte ich vielleicht auch noch die Blumenkübel. Orangenkübel mit versorgen können. Habe ich aber nicht im Moment. Kann ich aber natürlich besorgen. Und ja, das ist eigentlich total easy zum Installieren. Jetzt probiere ich mal nachher einfach mal einen Testlauf machen. Fülle ich mal den Eimer mit festem Regenwasser auf und dann können wir den Versuch starten. Regenwasser haben wir ja dieses Jahr mehr als genug. Filter rein. Im Filter ist sogar eine Beschwerung drin, aber er schwimmt trotzdem noch auf. Muss ich also einen Stein dran binden oder irgendwas? Für den Versuch geht es jetzt. So, jetzt stelle ich mal, mache ich das Ding mal auf. Sage Start. Und jetzt hört man ja, wie es pumpt. Jetzt versorgt es. Dinger mit Wasser. Und zwar ist das jetzt auf einen Tag 5 Minuten. Das ist zu viel. Jetzt ist es auf einen Tag eine Minute. Also es geht jeden Tag automatisch an, eine Minute, solange der Akku Strom hat, man hört es schon, er schwächelt ein bisschen, aber ist klar, die war jetzt die ganze Zeit in der Kiste und die Solarzelle, da oben sieht man, das sieht man nicht, und die Solarzelle lädt jetzt den Akku dann wieder auf, dann geht er jeden Tag in die gleiche Zeit eine Stunde an. Das kann man eben einstellen
Ein Tag 5 Minuten, ein Tag 10 Minuten lang, jeden dritten Tag und jeden siebten Tag. Also in der Wohnung können wir das natürlich verwenden. So, es war eine Minute und jetzt schweigt das Teil und jetzt muss ich es praktisch wieder aufladen lassen. Sehr einfach das Teil, also das ist mit dem Sprachcomputer ein bisschen schwieriger zum Einstellen, aber man kann es halt genauer einstellen. Das da, wo ich im Gewächshaus habe. Ich habe jetzt mal am letzten geschaut, da ist schön feucht. Also es funktioniert wunderbar. Sind jetzt, ich weiß nicht, 4 Meter, 5 Meter etwa, wo das jetzt fördert. Schlauch ist noch übrig, sonst halt nichts. Aber so gesehen bin ich schon mal damit zufrieden.